Also die Torte ist super geworden. Die sieht wirklich aus wie eine Wolke, ja, so etwas uneben und ist richtig gut hochgegangen. Also super, super klasse. Ich versuche jetzt ein Stück mal so anzuschneiden. So. Ja, einfach klasse. Also was anderes kann ich nicht sagen. Also ganz, ganz, ganz toll. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meiner Küche. Ich freue mich, dass ihr wieder alle dabei seid. Ich hatte eine etwas längere Pause, ja, das wegen familiären Gründen. Und ich habe gedacht, heute fange ich mal wieder an. Habe ein schönes Rezept ausgesucht für euch, und zwar eine Torte aus Wolken. Ja, so heißt die Torte auf Italienisch. Muss ich gleich nochmal gucken, wie die genau heißt, aber so eine Wolkentorte, sag ich mal, ja. Zutaten habt ihr alle zu Hause, da braucht man gar nicht einkaufen zu gehen, das finde ich immer super klasse. Wir fangen an mit der Creme, und zwar habe ich 500 Gramm Milch schon reingetan. Und jetzt kommen noch 60 Gramm Mehl rein. Das heißt, ja, genau, machen wir mal 60 Gramm. Und es kommen, ich muss noch 10 Gramm dazu tun, 100 Gramm Zucker rein. Dann mache ich mal eben die restlichen 10 Gramm noch rein. Und hätte ich beinahe vergessen, ein Ei. Für 8 Minuten 90 Grad auf Stufe 4. Nachdem die Creme fertig ist, wird die umgefüllt in eine andere Schüssel, und dann machen wir uns weiter dran an den Kuchen. So, die Creme einmal umfüllen. Der Mixduft muss ausgespült werden, und 200 Gramm Zucker habe ich jetzt schon reingemacht, und hier eine Zitronenschale, ganz dünn geschnitten, bio natürlich, auch reingeben, und das lassen wir für 15 Sekunden auf Stufe 6. So sieht das aus. So, wir brauchen die Waage jetzt nochmal, und zwar 100 Gramm Milch. Dann geben wir 4 Eier dazu. Und es kommen 150 Gramm Sonnenblumenöl rein. So. Und wir schließen jetzt unseren Mixtopf nochmal 20 Sekunden auf Stufe 4. Und jetzt 300 Gramm Mehl. Und geben eine Tüte Backpulver mit rein. Rühre das einmal kurz um mit dem Backpulver. Sekunden auf Stufe 6. In der Zeit können wir so den Teig einmal in die Form geben. Die Creme ist schon ziemlich kalt geworden. Ich habe das jetzt einmal kurz umgerührt hier, damit auch die Klümpchen weg sind. Könnt ihr es auch im Spritzbeutel tun, und
auf den Teig draufgeben oder so löffelweise. So, mit großen Löffel geht es, glaube ich, besser. Glatt streichen kann man dann gleich. Und jetzt streicht ihr das einfach nur so glatt, wenn ihr die Torte nachbacken solltet. Übrigens habe ich die aus einer italienischen App. Da sind auch immer super klasse Rezepte, die ich auch ganz gerne dann mache. So kommt das in den Backofen. Backofen 160 Grad vorheizen und so geht das jetzt circa 40 Minuten. So, der Kuchen im Backofen wird nicht ganz glatt werden, der wird etwas hügelig werden, sieht eben aus wie eine Wolke. So sieht das aus. Und der kann ja nur gut schmecken. Also der Kuchen ist richtig, richtig gut hochgegangen. Und ich habe das jetzt noch mal 10 Minuten auf Ventilator gestellt gehabt. Und auf 180 Grad, ich hatte vorhin 160 Grad gesagt. So sieht er aus. Und den lassen wir jetzt erstmal abkühlen. Meine Lieben, schaut euch diese super klasse Torte an, ja? Sieht die nicht super aus? Ich bin wirklich total begeistert. Also hätte ich nicht gedacht, dass die so, so toll wird, ja? So hoch und riecht auch super. Das werde ich mal kurz probieren. Mmh. Ich kann euch sagen, schmeckt richtig saftig, richtig lecker und ich glaube, dass die morgen noch etwas besser schmeckt. Ihr seht, hier schon angeschnitten sind schon, ein paar Stücke sind schon weg, ja. Ich hoffe, mein Rezept hat euch gefallen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Und wenn euch meine Rezepte gefallen, dann könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Auf jeden Fall auf Daumen hoch freue ich mich. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder bei einem nächsten Rezept. Tschüss! Ich wollte noch sagen, ich habe dieses Brot heute gebacken. Es ist mir etwas brauner geworden wie sonst, sag ich mal. Wenn ihr Interesse habt, schaut einfach auf meiner Playlist. Da könnt ihr das nachlesen und auch nachbacken mit Lievitomate. Das nur als Tipp nochmal von mir.